Sind wir wieder bei Banjo-Tooie, liebe Freunde? Ja, 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 es geht wieder los. Und heute wollen wir Folgendes machen. Und zwar, wir werden uns heute darum kümmern, die Welt, ja, weiterhin abzuschließen. Denn wir wollen heute Folgendes machen. Wir holen uns heute einige weitere Puzzleteile. Und zwar, einmal holen wir uns das Puzzleteil von Mr. Fett. Dann das Puzzleteil aus dem Käse. Dann holen wir uns das Puzzleteil aus der Mülltonne wahrscheinlich noch. Und dann noch ein anderes. Mal gucken, was wir noch alles so holen und so weiter. Wir haben einiges vor. Wir haben einiges vor heute. Ich möchte einige Sachen noch mit euch auf jeden Fall noch erledigen. Dafür gehen wir mal ganz schnell zu einer Flugplatte. Denn ich will noch ganz schnell noch zwei weitere Noten noch holen und noch einen weiteren Jinjo. Ja, was mache ich dann noch? Was will ich denn eigentlich noch machen? Ich wollte nicht so viel machen heute. Ach, da ist ja die Flugplatte. Die Flugplatte brauche ich. Und hoch in die Lüfte! Und ich würde vorschlagen, denn im nächsten Part werden wir uns dann in etwas verwandeln, was hier sehr wichtig ist. Warte mal, ich muss ganz oben. Und ich muss mal eins sagen, mir ist immer noch nicht eingefallen, wo das, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Da muss ich hin. Da ist der. Da ist der. Da, ernsthaft? Da ist der? Alles klar. Gut, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo, wo der letzte Schalter ist. Der ist nämlich hier. Zack. Und mit Kazooie werden wir den jetzt aufmachen. Ich muss natürlich jetzt. Ich habe euch, glaube ich, im vorletzten Part gewesen. Ich glaube ja. Dieser endlose Gang, der hier oben ist. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich einfach da rüberkomme. Und dieser komische. Der Notenschlüssel. Na, sieh mal einer an. Ich wollte doch gerade schießen. Ich zoome mal ein bisschen ran. Und Feuer! Du stehst gerade zu gut. Yay! Da ist der Notenschlüssel, Freunde. Cool, den will ich mir jetzt holen. Und der Notenschlüssel. Nein! Oh, ha, ha, ha. Geh weg. Geh weg, du blödes Viech. Und zack. Habe ich jetzt alle Noten? Sag jetzt bitte, ich habe alle Noten. Habe ich alle Noten in dieser Welt? Bitte lass alle Noten am. Nein, es fehlen 5 Stück. Verdammter Mist. Ich hoffe, die finde ich noch. So, kleines, wunderbares Ei. Verrichte deine Aufgabe. Los und hol mir das nächste Puzzleteil. Juhu! Hätte besser gesagt, erstmal den nächsten Schalter. Dann geht nämlich der Tresor auf und dann kann ich das holen. Leute, wenn alles gut läuft, kann ich in diesem Part heute diese Welt beenden. Und das ist der letzte Schalter. Juhu! So viel zum Thema, ich finde den nicht. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Natürlich konnte ich mich daran erinnern. Ich wusste doch, wo er war. Zentralhöhle. Genau, 1984. Wie konnte ich dieses einzigartige Datum vergessen? Das war ja auch nicht schwer, dieses schöne, schöne, wunderbare Datum. Au. Ich glaube, ich wäre jetzt, wenn ich den Cheat nicht an hätte, wäre ich jetzt tot. Aber gut, wir können uns das nächste Puzzle wiederholen. Alles. Alles geplant, Leute. Das war alles geplant. Dann hole ich das nächste, nämlich den Käse. Ich finde nachher den Käse rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Freund von so Scheibenkäse oder sonst irgendwas. Juhu! Nummer 76. Geil. Das heißt, Freunde, es nähert sich langsam dem Ende. Das schöne Spiel. Wir haben noch einige. Wir haben noch einiges aber noch vor uns. Wir müssen ja noch halt Grundilda in den Arsch treten. Dann müssen wir noch den ganzen Weg zu ihr hinlaufen. Und noch die alten, ganzen alten Welten noch beenden. Muss ich auch noch alles machen. Ja, ja, ja. Doch, also, das Spiel geht auf jeden Fall noch. Es erreicht, glaube ich, seine 60 Parts. Muss man dazu mal sagen. Wir befinden uns jetzt in Part 52. Und ja, kommen eigentlich sehr gut voran. So, zack, hoch. Jetzt schnell auf Banjo switchen. Weil mit ihm kann ich jetzt sehr viele Puzzleteile holen. Und zwar nur alleine 1, 2, 3, glaube ich. Ich glaube, ich kann mit ihm 3 Stück holen. Die hole ich mal ganz schnell. Da kann ich auch die letzten Noten holen, weil die sind, glaube ich, noch im Wasser. Kann ich auch noch holen. Dann gehe ich dahin, dann mache ich das und dann mache ich das. Alles klar. Ich weiß, wo ich hin muss.
Und diese Blume bringt mich rüber, das finde ich so wunderbar, zu der Gummifestung, ja, wunderbar, wunderbar. Und das ist die Wackelpudding-Festung. Und hier unten finden wir das nächste Puzzleteil. Nee, falscher Move. Den brauche ich erstmal Mr. Fat. Mr. Fit, Entschuldigung. Und da ist der nächste. Ding, ding, ding. Läuft doch. Also eigentlich muss man dazu sagen, das Wolkenwonnenland ist am Anfang halt ein bisschen kompliziert. War aber auch am Anfang, weil, wo ich das erste Mal das gespielt habe, wirklich, ich habe diese Welt gehasst. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sie geht einigermaßen. Also die ist jetzt nicht so schlimm, wie es am Anfang aussieht. Sie ist viel schlimmer. Nein. Man kann nur die ganze Zeit immer runterfallen und das kotzt ein bisschen an. Ach, die Musik. Man muss immer mit der Musik immer mitwippen und mitsummen und so weiter und so fort. Das ist halt das Schöne. Ach, ich laufe einfach so rüber. Die hat mich gerade ernsthaft irgendwie weggekickt? Die wollte mich runterkicken. Blödes Viech. Oh. Das war gerade auch knapp. Und rüber mit uns. Zum Käse. Das wäre jetzt so lustig, wenn ich aus Versehen gerade eine Taste drücken würde, wo ich runterfallen müsste. Nein, das mache ich nicht. Ich fahre jetzt nicht irgendwie runter oder sowas. Das würde ja. Das würde ja die Länge ziehen. Nein, ich habe was vergessen! Ah, ich dachte, ich habe mit Mumbo das schon gemacht. Ich Idiot. Ach, Mann, oh. Ich bring was gerade an. Also, auf in den Tod. Juhu, auf geht's. Ach, Mann, ich habe gerade was durcheinander gebracht. Weil es jetzt gerade schon die dritte Aufnahme, die ich versuche, bei dieser Stelle irgendwie weiterzukommen. Und vorhin habe ich das anders gemacht. Ich habe es wirklich geschafft, halt Mumbo, ich habe das mit Mumbo gemacht. Ich habe Mumbo geholt, habe die Sache gemacht. Habe jetzt natürlich gedacht, dass ich jetzt das auch schon gemacht habe. Und nein, ich habe es natürlich nicht gemacht. Also, mal ganz schnell zu Mumbo gehen. Das mit Mumbo schnell machen. Wie kann ich denn bloß so blöd sein und denken, dass ich das schon gemacht habe? Thorsten, geh dein Gehirn einschalten, während du spielst. Immer konzentriert und schnell. Spiele schnell und konzentriert, dann ist alles okay. Nein, aber die. Ich glaube, ihr mögt es, wenn ich irgendwelche Fails passieren, oder? Das ist immer sehr lustig und macht Spaß. Hallo Mumbo! Na, mein alter Dickschädel, alles gut. Willkommen zurück, Bär und Vogel. Hey, guck mal, wir haben einen Glowbow. Müssen Zauberwesen geben. Ich will mehr haben in Sammlung. Bitte, bitte wollen haben. Haben, ja, ja, ja. Ja, ja, hier hast du. Juhu! Juhu! Mumbo steht auf, holt seinen Magic Stick. Und flup! Und juhu! Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir Mumbos Hilfe in Anspruch nehmen. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn irgendwie sonst noch brauche. Oder brauche ich ihn nochmal? Nee, ich brauche ihn nicht mehr. Wenn ich das geschafft habe mit Mumbo, dann, ja, dann machen wir die nächsten Aufgaben. Bei den anderen Welten und so weiter brauche ich Mumbo nicht mehr. Außer im Pterodactylus-Land? Nee, da brauche ich ihn auch nicht mehr. Er hat überall seinen Magic Stick eingesetzt, hat ein bisschen Humba Humba gemacht und das war's dann. Und hier in dem Wolkenwonnenland hat er eine ganz besondere Aufgabe, denn, was brauchen Pflanzen, um wachsen zu können? Oh, warte mal ganz kurz, mir fällt mir gerade ein, ich habe meine Orchideen gar nicht gegossen. Scheiße. Und das schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Na, ich habe halt nicht den grünen Daumen. Ich heiße ja nicht Mumbo, der mit ein paar Zaubersprüchen... Was war ich denn hier? Wo waren die jetzt nochmal? Ach ja, ich muss ja da lang. Alles klar. Ich muss hier lang. Lande auf deinen Füßen, Mumbo. Das ist nicht schwer. Na gut, mit gebrochenem Bein ist schon ein bisschen... tut schon weh. Ich habe halt nicht den grünen Daumen, so wie Mumbo oder sonst irgendwie, der einfach mal mit ein bisschen Humbo, Humbo, Humbi, Bumbi, Bumbi, Bum, ja, Pflanzen zum Wachsen lassen kann. Und einen Regenbogen erschaffen kann. Woher ich das weiß, dass das passiert, seht selbst. Es wird gleich passieren. Gleich wird Mumbo ein bisschen Zaubi machen und dann ist alles schicki, schicki. Was ist denn heute los mit mir? Schicki, schicki und Bummi, Bummi und Zaubi, Zaubi. Was ist denn los? Ich habe heute zu viel, glaube ich, gearbeitet. Nein! Da
Das darf doch nicht wahr sein. Diese kleine Pixelkante, an der rutscht er runter. Oh, guck mal, da ist eine Pixelkante. Juhu! Ich fall mal runter in den Tod. Tut ja auch gar nicht weh. Ja, aber jetzt sieht man auch zum ersten Mal, dass es wirklich eine Insel ist. Ja, aber jetzt frage ich mich eins. Der Spiral Mountain. Der sieht nicht so aus, als ob der irgendwie in eine... irgendwie eine Insel angekörpert ist oder sonst irgendwas. Und der ist auch nicht auf einer Insel. Also muss man doch eigentlich dazu sagen, dass dieser ewig lange Hexentunnel, den die Hexen gegraben haben, der muss ja übelst viele Kilometer lang sein. Und die müssen ja auch tagelang unterwegs gewesen sein, oder? Also man kann mir nicht sagen, dass er einmal so ein Bildschirm durch und durchgehen und auf einmal sind sie dann auf einer Insel. Oder man guckt mal ganz kurz. Weil vielleicht ist ja doch irgendwo der Spiral Mountain zu sehen. Muss man mal gucken. Es ist sowieso, es gibt sowieso nicht viele Theorien, ganz ehrlich, bei Banjo-Tooie, aber das wäre echt mal eine coole Theorie. Ist das wirklich halt so ein Grabbohrer-Tunnel, der über Kilometer weit ist? Oder ist es einfach nur wirklich so ein, ja, kleinerer Tunnel und so weiter? Aber warum sollten die Hexen da mit so einem riesen Grabbohrer da unterwegs sein? So, du komischer Zinger, komm mal her. Ich will jetzt mal darüber laufen. Hä? Hab ich dich nicht gerade voll erwischt? Ich gehe mal durch. Und jetzt, das letzte Mal. Hoffentlich funktionieren. Es wird funktionieren, Mumbo. Mache den Regentanz. Und lasse alles blühen, was hier irgendwie zum Wachsen braucht und so weiter. Oh, ein Regenbogen. Oh, der sieht schön aus. Und am Ende eines Regenbogens findet man heutzutage immer einen goldenen Topf. Das ist also eine Legende und so weiter und so fort. Und da wächst das Böhnchen. Oh, die Bohnenranke ist schön. Und jetzt muss ich dann nochmal hinlaufen, nur damit ich mit Banjo das alles hinkriege. Aber es gibt ja einen geilen Trick im Wolkenwonneland. Den zeige ich euch mal gleich. Den besten Trick, den man überhaupt einsetzen kann. Weil der spart Zeit. Passt auf. Juhu! Doch, da ist der Spiral Mountain. Da. Das ist der Spiral Mountain, den sieht man gerade. Man hat den gerade gesehen, dieser etwas längliche Bogen, der da war. Das war der Spiral Mountain. So, und schon sind wir da. Und jetzt können wir mit Mumbo wechseln. Und schon habe ich ein paar Minuten gespart. Ich habe den grünen noch nicht. Ne, mir fehlt sogar noch ein grüner. Aber das war ja nicht. Dumm. So, Mumbo, macht's gut. Dich brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Gut, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt kann ich ganz schnell rumswitchen. Zu Banjo alleine. Dann gehe ich nach oben, hol mir schnell das aus dem... Na, aus dem Käse. Das Puzzleteil. Und sogar noch im Ordner. Und sogar noch einen schönen, schönen kleinen Jinjo. Ich könnte mal kurz gucken. Warte mal. Nee, da ist ein Schild. Da sind die letzten Noten. Die letzten Noten in dieser Welt. Jawohl, damit haben wir... Ich glaube, wir haben... Haben wir alle Noten des gesamten Spiels? Wir könnten sogar jetzt alle Noten haben. 900 Stück. Doch, wir haben alle Noten. Wie geil ist das denn? Wir haben alle Noten des gesamten Spiels. Damit ist schon mal der erste große Teil der 100%-Marke schon erreicht. Mann. Dann laufe ich eben hier lang, ist mir egal. Wurdest du überhaupt angezeigt, 100%? Ja doch, ich wurde wohl angezeigt. Nein, 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 ich Idiot, ich Blödel, ich Arsch, ich Vollhorst. So, zack. So, ich brauchte doch, ich musste doch hier hin. Zack, hoch, bumm, switchen. Und Banjo, los geht's. Dann holen wir mal schnell den. Jedes Mal passiert es, dass Banjo sich auf die Fresse fliegt. Danke, kriegt er noch eine gescheuert. Ba-ba-da-ba-dam. Nein, ich muss aufhören, die ganze Zeit mitzusingen. Das ist nicht gut. So, jetzt gehen wir in den Stinkekäse. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, so puren Käse kann ich eigentlich nicht ab. Ich mag keinen Käse so essen. Also,
ich liebe Käse auf Pizza, bei Spaghetti drin, also wenn du Spaghetti Bolognese nimmst, isst und so weiter. Schmeckt das übelst lecker. War ich da unten schon gewesen? Ja, den habe ich schon geholt. So, jetzt einfach nur rüber schnell. Das geht mir am schnellsten. Zack, drüben. Also, so, boah, nein, nein, bitte nicht! Willst du mich verarschen? Nein, dieser blöde Schnelligkeitscheat. Und wir rutschen runter in unser Grab. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das gibt's nicht, weil ich einfach... Ach, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Mann, ich will doch einfach nur diese kleine Ministelle. Das ist eine kleine Ministelle. Die ist überhaupt nicht schwer. Die ist total einfach. Und Benjo und Juhu! Wir fliegen mal runter. Tut gar nicht weh. Weißt du, hörst du so von unten. Hat gar nicht weh getan. Alles gut, ich lebe noch. Oh Mann, ich bin schon viel zu lange in dieser Welt. Ich will hier nicht mehr sein. Und ich muss noch voll viel machen. Ich muss doch da oben noch ein holen, ein Herzteil holen. Und dann muss ich noch eins holen. Nee, nee, Herzteil? Habe ich gerade Herzteil gesagt? Ich meine natürlich Puzzleteile. Wir reden von Puzzleteilen, nicht Herzteile. Das ist Majora's Mask. Das sieht so geil aus. Die haben den... Als ob der Rucksack gerade wirklich leben würde und sowas. Richtig gut. Alles ganz schön. Und dann ab nach oben in den Stänkekäse. Juhu, in den Käse. In den Käse. Käse, Käse, Käse. In den Käse. Gehen wir rein. So, und jetzt natürlich stinkt der Käse so dermaßen, dass wir natürlich Luft verlieren, ist ja ganz klar. Okay, dann wollen wir mal einsetzen. Dum, dum. Und die. Warte mal, jetzt darf ich natürlich nicht zu schnell sein. Super. Jetzt darf ich natürlich nicht auf. Jetzt muss ich höllisch aufpassen. Ich darf mich nicht bewegen. Nicht bewegen. Wo ist die andere Zwiebel? Wow. Das hat funktioniert. Nein! Ach, es hat nicht funktioniert. Mann, hätte nicht einmal das hier irgendwie klappen können. Ich darf auch nicht zu viel Leben verlieren. So, zack. Nein, bleib hier, du blöde Zwiebel. Bleib hier, du blöde Zwiebel. Oh Mann, oh, diese blöde Zwiebel. Hey, egal ob im echten Leben oder in den Spielen. Zwiebeln bringen dich immer nur zum Fallen. Warum? Warum? Zwiebel. Was hat euch die Menschheit angetan, dass ihr uns so fies seid? Und warum sind überhaupt Zwiebeln hier in einem Käse? Mal hallo? Nein! Da leck mich auch am Arsch. Ich gehe jetzt nochmal raus und nochmal rein. Warum klappt das wieder nicht? Weil sich einfach das Spiel denkt, nö, nicht mit mir. Ich verarsche dich auf Teufel komm raus. So, nochmal. Weil es ja so viel Spaß macht. Ich hätte eigentlich zwei Puzzleteile holen können. Habe ich auch eigentlich fast. Aber das blöde, diese blöde Zwiebel. So. Na perfekt, das wollte ich doch nur. Ich darf jetzt auch nicht loslassen, weil wenn ich loslasse, geht ja Benjo aus seinen Dings raus. Ja, perfekt. So, wo ist das nächste Ding? Mann, Benjo, du bist doch der bescheuertste Bär, den es auf dieser Welt gibt. Aber auch der coolste. So, nochmal. Ey, wie viel Leben der verliert. So, warte mal ganz kurz nach zur Seite. Also den ersten Sprung schaffe ich perfekt, den zweiten natürlich nicht. Ich glaube, das sehen wir noch öfters hier. So, warte mal. Mal zur Seite. Und da kommt die andere Tür. Nein! Das gibt's doch nicht! Jetzt springe ich an dem Ding vorbei. Leck mich am Arsch. Ich gehe nochmal aus diesem blöden Käse raus. Es ist mit Kazooie ist das alles wesentlich einfacher. Du kommst zwar hoch bis zum Jinjo, kommst aber leider nicht weiter, weil du dann diesen kleinen Gang hast und so weiter. Aber, ey, dass ich das mit Benjo machen muss, weißt du? Warum hat Benjo eigentlich die bescheuertsten Aufgaben? Alle anderen haben irgendwie die coolsten Aufgaben und er hat die beschissenste. Weißt du, mit dem,
mit seinem Rucksack in einen Käse reinzugehen und dann... Nee. Weißt du, dann musst du darüber. Du musst ja dort darüber, wo der Jinjo steht. So. Und jumpen. Perfekt. Nicht so weit. Das kann ich jetzt schaffen? Perfekt. Nicht so weit. Okay, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich da oben bin. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, auf Wiedersehen. Tschüss, man, diese scheiß Sprung-Engine. Tschüss, auf Wiedersehen.